So, wir sind auf dem Weg zur Realspitze. Da unten kommen wir her. Ich weiß nicht, wie hoch wir jetzt sind, aber diese Höhenmeter haben wir schon. Aber solange Pater Markus spurt für uns, ist alles erträglich. Also Pater Markus, wir haben wieder richtig Glück gehabt mit dem Wetter in dieser wunderbaren Schöpfung. Was bedeutet denn für dich die sichtbare Schöpfung in Bezug auf die unsichtbare? Also, wir wissen ja, dass es eine unsichtbare Schöpfung gibt. Gott ist ja auch unsichtbar, obwohl es ihn gibt. Auch meine Seele ist unsichtbar, mein Geist, auch dein Geist, sie ist unsichtbar. Die sichtbare Schöpfung aber hilft uns, dass wir verstehen, wie die unsichtbare Schöpfung ist. Die Sichtbare sehen wir, die Schönheit der sichtbaren Schöpfung sehen wir gerade auf einer Skitour. Da sehen wir das. Das lässt uns erahnen, wie das, was wir nicht sehen, wie das ist. Also der Schnee zum Beispiel, so ein unberührter Schneehang, wie schön der ist, wie weiß der ist, wie rein der ist. Der lässt uns irgendwie auch verstehen, was für einen Wert ein reines Herz hat. Ein reines Herz, mit dem wir Gott schauen können. Oder wie großartig die Reinheit, das Licht, in dem Gott wohnt, sein muss. Das können wir uns ja nicht so direkt vorstellen. Aber die Großartigkeit der sichtbaren Schöpfung, die ist ein Weg, wo wir uns das ein Stück weit wenigstens vorstellen können. So, Pater Markus, Resümee von der Tour. Der liebe Gott meint es einfach gut mit uns.